Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. Guck mal, hier standen wir doch schon mal und haben rausgeguckt, auch früh morgens, ja, nach einer schön durchschlafenden Nacht sozusagen. Jetzt habe ich noch gesagt gestern, wir schmeißen unseren Krempel hier noch in die Kiste, das machen wir aber nicht, wir machen was anderes, weil wir müssen ja sowieso zurück nach Rattay hieß es. Nochmal schnell gucken, jawohl, zurück nach Rattay und wenn man hier guckt, da ist doch falsch, da ist doch auf dem Weg nach Rattay eben noch der Müller Wojciech. Und dem könnten wir noch ein paar Sachen verkaufen. Weil ich befürchte, hier Kollege Pesci, der hat sowieso da keine Kohle mehr. Deswegen machen wir das mal über diesen Umweg. Und das heißt, wir reisen mal nach Ledeczko. Dafür muss ich aber, glaube ich, hier raus. Sonst funktioniert die Schnellreise nicht. Überladen sind wir ja eh nicht. Also von daher können wir das eigentlich schon machen. Schön ist es eigentlich. Aber haben wir denn jetzt vielleicht ein bisschen Hunger? Das kann natürlich sein. Es hat halt 80. Nee, können wir lassen. Also, Schnellreise, ahoi. Wahrscheinlich wieder mit einem Zwischenfall, weil es ein paar Meter sind. Mal gucken. Hier einmal um den Wald rum. Warum man hier nicht quer durchgeht, weiß ich auch nicht. Ja, er folgt halt immer dem Weg. Also bei der Schnellreise kennt er irgendwie keine Abkürzungen. Gut. Ledeczko, haben wir da was? Irgendwie... Nee, ich wüsste jetzt nicht was. Müssen wir jetzt auch nicht aufreißen irgendwas. Das können wir bleiben lassen. Wir folgen mal nochmal der Hauptquest. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt diesen Weg nicht reiten mussten. Denn wir reiten jetzt den Rest des Weges zu Kollege Wojciech. Da brauche ich aber nochmal kurz die Map. Haben wir hier eine Brücke irgendwo? Hier oben. Okay, wir müssen erstmal hier hin. Wenn wir dann da sind... Moment, wo ist mein X? Wenn wir dann da sind, dann müssen wir einfach dem Fluss folgen. Bis nach da vorne. Das müsste soweit zu schaffen sein. Okay, haben wir hier die Brücke? Das hätte ich mir dann schenken können mit der Flagge. Das ist aber, glaube ich, eben nicht die Brücke, sondern irgendwie so... Ja doch, da kommt man aber rüber. Okay, jetzt mal gucken, ob das Ganze so passt. Ich glaube, das war der falsche Fluss, kann das sein? Tatsächlich. Gibt es hier nochmal eine Brücke? Hier hinten gibt es was. Wisst ihr was? Wir können hier quer rüber. Machen wir das doch so. Machen wir die Abkürzung, die wir mit der Schnellreise nicht können. Und reiten Richtung Flagge. So, auf geht's. Wird, ja, weiß auch nicht, ein langer Ritt? Nö, eigentlich nicht. Da wird nicht gerade kurz sein, aber... Ja, ein paar Meter sind es halt. Sollen wir die Autobahn nehmen? Die wäre da unten. Die ist aber hier fertig. Die ist noch im Bau. Eine Raststätte haben sie schon mal hingestellt, da die Schenke, aber der Rest fehlt noch. Aber ist schon auch schön. Doch, hier unten ist aber die Autobahn. Ist aber schon auch schön, halt so die Morgen, wie soll ich sagen, die Atmosphäre, wie das hier dargestellt wird, wie der Morgen ist. Das ist einfach wunderschön. Richtig entspannt eigentlich hier, dieses Gereite. So, hier sind wir wieder irgendwo, wie meistens. Da läuft jemand, wie auch meistens. Die lassen... Gegen was? Wir haben ja Zeit. Wir gucken mal schnell. Gegen was haben wir was? Wo ist er denn jetzt hingekommen? Da sitzt er. Bestimmt eine Falle. Ich lade mal noch nichts von wegen Waffen. Ich habe da diesen Plan. Aha, okay. Was hast du denn für einen Plan, Kollege Bettler? Reden geht nicht? Reden geht nicht. Es ist nichts dabei. Jetzt geht's. Auf dem Stein. Worum geht es? Heute ist dein Glückstag, mein Freund. Ich habe ein Angebot. Ja, das haben wir schon mal gehört. Zeig mir mal die Waren. Na gut, zeig, wie du wünschst. Was hast du denn Schönes? Einen Spielwürfel, weißt du was? Nee, ich sag's jetzt nicht. Aber den darfst du gerne behalten, weil... Du hast doch nichts gegen etwas Reibach. Gegen etwas Reibach? Reibach ist doch eigentlich Geld, oder verstehe ich den falsch? Na, ist ja egal. Auf alle Fälle, nee. Ja. Mit den Würfeln habe ich es nicht so, das habe ich schon mal gesagt. Und das möchte ich mir jetzt auch nicht angewöhnen. Das lassen wir mal schön bleiben. Jetzt müssten wir hier, glaube ich, dann mal langsam quer rüber. Kann das sein? Oder bin ich völlig falsch? Ich guck mal. Ja, wir sind hier unterwegs nach Rattay. Das ist tatsächlich völlig falsch. Wir müssen in die Richtung. Würde ich jetzt mal instinktiv sagen. Der Flagge folgend da oben. So, weil sonst kann man nicht zu... Wie heißt der gute Mann? Welt... Falsche Taste. Heiliges bisschen. Hier hinten. Wojciech. Ja. Hätte ich nicht gefragt, hätte ich noch gewusst. Das ist so ein Phänomen, das hat man immer mal wieder. Ist wie beim Musikern, wenn ich gefragt werde, wie ist der gerade noch, der das Lied geschrieben hat. Ja, wenn man nicht gefragt hätte, hätte ich sagen können. So, stimmt das jetzt ungefähr? Ich denke mal ja. Jetzt müssen wir hier irgendwie über den Fluss rüberkommen. Das sieht hier irgendwie danach aus, als wäre das ein Weg, der hier irgendwie...
runterführt. Halt, halt, halt. Du hast entdeckt, interessanter Ort. Okay, wir steigen mal kurz ab, weil wir haben keine Eile. Wir steigen ab. Kann ich hier nicht absteigen? Doch. Geht, funktioniert. Ein bisschen krumm geparkt. Oh Gott, das arme Pferdchen. Da hinten ist noch einer. Mal gucken, ob wir mit dem ein bisschen Streit anfangen können oder was der möchte. Reden, der Wanderer. Wir reden mal mit dem Wanderer. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Nee, nicht wegen Ratai. Okay, das hat sich erledigt und beklauen werden wir den auch nicht. Was ist denn an diesem Ort interessant? Haben wir eine Feuerstelle? Oder muss man hier ein bisschen genauer gucken, was an diesem Orte denn interessant sein könnte? Oh. Oh, okay. Was haben wir da drin? Ja, okay, die nehmen wir natürlich mit. Und ja, dann nehmen wir alles mal mit. Gar keine Frage. Okay, so viel zum Thema. Man müsste jeweils vielleicht doch ein bisschen genauer gucken, wenn man so einen interessanten Ort findet. Das hat sich jetzt zumindest mal ausgezahlt. Wo kommen wir hier über den Fluss rüber? Ich brauche mal kurz Kollege Map. Ja, weiter oben. Da müssen wir noch ein bisschen in die Richtung. Wir befreien mal Burak aus seiner missigen Situation. So, okay. Und irgendwo hier oben muss dann eigentlich der Übergang sein. Das kann nicht allzu weit sein. Ja, wir gehen hier mal noch ein bisschen in die Richtung. Na, sehe ich dich schon? Ja, da hinten ist der Übergang. Oh, hier ist noch hier ist noch eine Pfütze. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie festpacken. Halt, Kurve. Dankeschön. Das müsste doch der Übergang sein. Jawohl, das ist er auch. Okay, und dann müsste Wojciech genau da hinten sein. Das ist eh nicht mehr weit weg. So, hier querfällt er ein. Einmal springen und dann sind wir angekommen. Müsste eigentlich hier sein bei Wojciechs. Wir gucken mal. Ja, da wird genäht, das kennen wir. Und er sitzt wahrscheinlich wieder drin am Tisch. Genau, wie immer eigentlich. Wer ist eigentlich der andere? Einfach ein Dorfbewohner. Okay. Na, Wojciech, hast du ein bisschen Kohle? Gestohlene Ware verkaufen. Übung werde ich dann auch gleich mal noch gucken. 1,1 hat er. Das ist doch ordentlich. Okay, was haben wir hier an Wert, wenn wir bei allem sind? Diese Schulterplatten. Ich schmeiß nochmal in den Warenkorb. Ja, für allzu viel weiteres reicht's nicht. Hier, Kürass, wir könnten höchstens unter Wert verkaufen. Und das möchte ich natürlich nicht. Wir nehmen noch was Kleineres. Zum Beispiel dieses Bürgerschwert oder den Kommunionskelch. Würde ich mal noch reintun. Dann sind wir bei 1000. Haben wir noch was für 100 oder ein bisschen weniger? Hier, die zum Beispiel. Die kommen noch dazu. Okay, da können wir sogar noch mal was dazu tun. Das hier. Und jetzt bekommen wir... Ja, okay, das würde ich sagen, machen wir. Warenkorb. Sollen wir noch falschen? Er hat ja eh nicht mehr. Ach, okay, das ist hier nicht mehr wirklich heile. Deswegen das Kreuz. Alles klar. Ich würde sagen, wir falschen mal nicht, sondern wir schließen den Handel ab. Genau, weil er eh nicht genug Geld hat. Lass uns über den Preis sprechen. Das Falschen sowieso nichts. Ist gut. Okay, mal gucken, ob er sich bedankt. Ich wollte eigentlich gar nicht falschen. Habe ich falschen Knopf erwischt? Kann sein. Hier. Danke. Ja, gern geschehen. Okay, da hat er nämlich auch noch was zusätzlich bekommen. Sehr gut. Und wir haben ein paar Sachen weggekriegt. Die Damen, kann man mit euch reden? Nein. Müllers Magd Anna. Okay. Schön eigentlich so. Ist doch gemütlich hier auf der Bank. Man hört das Plätschern des Wassers. Das wäre was für mich. Es müsste jetzt nicht gerade stickend sein. Man könnte ja auch einfach irgendwie ein gutes Buch lesen oder sonst was machen. Nein, ein iPad oder wie die Teile heißen, gab es noch nicht. Das funktioniert nicht. So, jetzt können wir von hier aus aber natürlich tatsächlich wieder zur Schnellreise greifen. Weil wir wollen ja hier hinten hin nach Ratai. Müssen wir irgendwie... Ja, wegen Theresa müssen wir halt noch schauen. Das können wir auch noch machen. Was wollte ich noch? Oh, Überfall. Gerne doch. Moment. Kämpfen. So, absteigen. Und uns bewaffnen. Wo ist hier ein Feind? Hallo? Ja, wo ist er denn? Wo soll denn hier ein Feind sein? Ist er abgehauen? Gibt's ja nicht. Da hinten ist jemand. Nee, da ist keiner. Ja, ist ja... Also, was ist das denn für ein Feind, der hier einfach flüchtet? Naja, wir reiten mal weiter. Wir sind auch nicht im Kampf. Also vom Zeichen her da oben. Ulkig. Wird ja immer dreister hier. Von wegen uns vom Pferd locken und dann passiert nichts. Also, wir wollten... Oder sollen wir erstmal ganz kurz zu Theresa? Nein, wir gehen schnell der Hauptquest nach. Ist, glaube ich, wichtiger, zumal Theresa ja sowieso nicht will.
Der passt dann wieder irgendwas nicht. Ich hatte mal die Idee, jetzt haben wir eine neue Frisur. Neuen Bart. Wir könnten uns mal ein bisschen Schmuck machen. Wir haben ja noch ein paar so wertvollere Kleider eigentlich. So, aber erstmal hier rein. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann doch tatsächlich langsam Hunger, denke ich. Aber das sollten wir hier hinten eigentlich sozusagen beheben können. Hier haben wir natürlich noch eine Bleibe. Ich muss... Hua, was war das Komisches? Ich muss schnell gucken, wo das war. Hier war es nicht, aber hier dürfen wir rein. Haben wir denn tatsächlich Hunger? Da hätte es Äpfel. Sattheit 70. Nee, das können wir vernachlässigen. Okay, wo ist der Kollege, zu dem wir müssten? Hallöchen, Wache. Da müssen wir knacken, da kann er nicht sein. Mal hier oben gucken. Knacken. Da... das sage ich jetzt nicht, was ich gerade dachte. Entschuldigung. Okay, privater Bereich. Das ist der Herr Pfeifer. Zu dem müssen wir eigentlich gar nicht, aber mit dem können wir natürlich auch kurz einen Plausch halten. Der Herr sei gepriesen. Was für... Wie lebt es sich? Nee, das können wir tatsächlich vergessen. Okay, ich dachte, der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Hier hätten wir die Küche. Wir wollen nichts kochen. Und hier haben wir noch eine Kiste, die wir nicht klauen können, weil da die Köchin steht. Wo müssen wir denn genau hin? Noch eins höher oder bin ich hier ganz falsch? Nee, da ist er doch. Ich sehe ihn ja schon. Was ist denn? So, wir würden gerne reden mit dir. Das hat nicht geklappt. Einmal überholen und jetzt klappt's. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gerne etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Aha. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will... Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Okay, das klingt doch interessant. Kann ich sonst noch was tun? Ich war in Ushice, der Pfarrer dort ist eigenartig. Das hat man, glaube ich, schon. Wir können ja mal kurz fragen, ob er sonst noch was zu tun hat. Oder nee, wir lassen es, weil da haben wir schon wieder so viele Sachen. Wir danken für das Gespräch. Im Turm. Ist das da der Turm? Wahrscheinlich. Jetzt bräuchten wir aber erstmal Bernard wegen dem Schlüssel. Wo finden wir den? Wahrscheinlich auf dem Dingens, auf dem Kampfplatzteil da oben. Verhöre Herrn Jeschek. Hole den Schlüssel zu Jescheks bei Bernard. Okay, Moment, ich brauche hier mal die Map. Ja, hier oben, der ist tatsächlich beim Kampfplatz. Da haben wir doch auch eine Schnellreise hin, dachte ich. Jawohl. Nutzen wir die doch gleich mal, weil wir müssen nicht unnötig Kilometer abspulen. Schade, dass es die Schnellreise nicht in echt gibt. Die würde ich, glaube ich, öfters nutzen. Ja, so von der Küche ins Wohnzimmer und so. So. Da oben steht er. Also, mal gucken. Oh, genau, Übung wollte ich eigentlich noch machen bei Wojciech. Ah ja, gut, das ist zu spät. Das haben wir verdattelt. Gott schütze dich, Heinrich. Aber das können wir hier bei ihm eigentlich auch noch schnell machen. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Und zwar, schauen wir mal kurz. Ich würde gerne beim Schwert noch mal was machen, wenn es geht. Selbstverständlich. Fortgeschritten sind wir jetzt immerhin ich schon. Ich möchte meine Technik... Gut, aber nur... Gerne. Wie viel? 540? Wir falschen. Ist das nicht etwas viel? Aber das ist natürlich schön, dann kommen wir da ein bisschen vorwärts. Ist das genug? Nun... Ein bisschen mehr noch, okay. Machen wir 5. Gut, aber nur gegen Silber. Gegen Silber. Okay, neue Stufe erreicht. Neuer Spezialisierungspunkt verfügbar beim Schwert. Machen wir gleich, bevor wir es vergessen, weil nachher wollen wir ja den Schlüssel noch haben. Das war hier oben. Spielerkampf. Und dann haben wir hier Schwert. Ja, das sind halt wieder diese Tricks. Jetzt haben wir die wieder. Die kann sich ja wirklich keiner merken. Also zumindest keiner, der nicht combatmäßig dieses Spiel durchspielt. Wenn man wieder mal ein anderes Spiel spielt, dann kann man das vergessen, dass man sich das merken kann. Aber wir nehmen halt mal irgendwas. Sollen wir mal 3 Wunder nehmen? Ne, wir nehmen was Einfacheres. Haben wir nichts mit 3 Stufen? Doch hier. Zuschlagen, zustechen, zustechen. Also hier unten. Das wäre was, was ich mir merken könnte, glaube ich. Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel haben wir aber, glaube ich, nicht. Wir haben ein Langschwert, wenn ich mich nicht täusche. Na, wir nehmen es trotzdem mal. Was wir haben, das haben wir. Und sonst haben wir hier eigentlich nichts mehr. Können wir also lassen. Gut, Kollege, dann bräuchten wir noch den Schlüssel, oder? Moment, wir könnten ja noch mal gucken. Wir könnten auch bei der Verteidigung noch kurz was Kannst machen. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Kostet natürlich auch Silber. Ich möchte meine... Gut. Okay, nochmal 45. Wir haben ja das Geld, aber wir falschen noch mal. Mal gucken, ob wir ihn nicht doch ein bisschen weiter runterkriegen. Ist das genug? Das ist zu wenig. Aha.
Ja, ein bisschen weiter runter sind wir wieder gegangen. Aber nur gegen Silber. Okay, dann haben wir hier auch eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Gut, und jetzt bräuchten wir... Wir könnten natürlich jetzt noch weitermachen mit Axt und so weiter, aber das führt mir zu weit. Was ich jetzt noch möchte, das ist der Schlüssel. Den Schlüssel zu Jeschecks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Tja, kein Wunder, dass er nicht mit dir sprechen will. Das würde den Kollegen, glaube ich, ein bisschen verärgern. Ich würde Herrn Ratzigs Entscheidungen nicht in Frage stellen. Ja, das klingt so oberschlau. Ich würde mal sagen, wir versuchen so. Nimm's nicht persönlich. Vermutlich will er mich sprechen, weil er denkt, er kann mich täuschen. Aber da hat er sich geschnitten. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Okay, ich brauche den Schlüssel zu Jescheks Zelle. Das haben wir doch. Mal gucken, wenn ich nochmal drück. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle. Den hast du doch schon. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Irgendwie ein bisschen verbuggt. Okay, wir haben eigentlich das alles schon gesagt. Nimm's nicht persönlich. Danke. Jetzt haben wir zwei Schlüssel für zwei Herren Jeschek. Okay, Gespräch beenden. Und gucken, wo müssen wir hin? Questingens, Questlog. Hier unten im Turm drin, oder wo ist der? Der ist ja nicht hier im Turm, nee, der ist hier beim Tor, sozusagen. Da können wir eigentlich auch mit Schnellreise hin. Moment. So, hier unten hin. So, eben. Immer schön sparsam mit den Kräften haushalten. Und das machen wir gerade sehr. Können wir denn nachher noch zu Theresa oder ist es schon wieder zu spät? Wie spät haben wir es denn? Es kann doch nicht so spät sein eigentlich. Nee, es ist Mittag. Okay, das müsste eigentlich klappen, dass wir das mal noch testen. Apropos Mittag. Ja, wisst ihr was? Wir greifen doch mal schnell zu. So. Jetzt müssen wir 87 haben, glaube ich. Kann das sein? Nee, sogar 92. Okay, dann war das doch nahrhafter, als ich dachte. Wo geht's hin? Was macht der hier? Kunisch. Meine Familie, mein Auskommen. Kunisch ist doch... Zeig Gnade. Lass mich mal gucken. Den haben wir doch verprügelt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Zu einem Bettler. Hier schulde ich gar nichts. Sondern deinem Alten. Und der ist tot. Er ist doch freundlich. Verpiss dich. Oh. Aber Kollege. Was nehmen wir denn da? Willst du wieder Schläge? Komm, wir provozieren ihn noch mal ein bisschen. Willst du wieder Schläge? Wenn ich mich nicht irre, wann ich dich ist, der Dresche gekriegt hat. Tja, ich... Ja, was denn jetzt? Und jetzt bist du allein hier. Keiner da, der dir den Arsch rettet. Ja, das war schon schlau. Ob das so schlau war? Doch. Ich brauche keine Hilfe. Glaub mir, dich packe ich auch ohne Unterstützung. Denke ich mir eigentlich auch. Göllersch aus deinem Gesicht, Hotzfatz! Okay, er war ein Arsch und er ist immer noch ein Arsch. Und jetzt kriegt der Arsch ein paar auf die Löffel, würde ich mal vorschlagen. So, mit Tricken und Co. Vermöbeln, den Kerl. Ja, der hat nicht wirklich groß was zu berichten hier. Schon ist er fertig. Ne, den plündern wir nicht, den lassen wir genauso liegen. Oder plündern wir? Doch, wir gucken mal schnell. Darf man hier dann einfach Leute umhauen? Ja, der hat sowieso nichts. Was ist das denn? Pass auf, hier ist ein Dieb. Ach so, nee, ich klaue ja nicht. Nein, ich klaue doch gar nicht. Nein, ich habe doch gar nichts genommen. Ich wollte ja nur und dann habe ich es aber bleiben lassen. Hallo? Ich glaube, sie hat sich beruhigt. Nicht, dass wir dich töten müssen. Da kommt einer angedackelt. Oh lala. Möchte der jetzt wieder Geld haben? Wir haben ja eigentlich genug Geld. Ich gehe hier mal sanft. Oh, ich glaube, der möchte auch was von uns. Hallo? Hey. Du, halt! Ich? Okay, ja, ich gebe ja auf. Du musst auf. Für deine Verbrechen gerade stehen. Ah, hätte ich mal nicht, wurdest beim Stehlen hätte ich da mal nicht reingeguckt, was der dabei hatte, dann wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Sollen wir mal gucken? Wir gucken mal. Hat noch Komm nie geklappt. Schon, mein Freund. Ja, Misserfolg, das Na, klappt und? Gar nie. Okay, wir zahlen. Die 60 haben wir. Na schön. Das interessiert uns jetzt nicht wirklich. Okay, immerhin haben wir dem Kunisch mal wieder ein paar auf die Backen geben können. Das war gar nicht schlecht. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich müsste, glaube ich, nochmal genau gucken. Ich bin hier wahrscheinlich falsch. Ja, hier hinten wäre das. Okay. Falsch gelaufen. Im Turm hieß es. Moment. Vielleicht via Rathaus oder wie kommt man da hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich laufe mal.
So laufen kann nicht grundsätzlich falsch sein. Da könnte man natürlich... Wisst ihr was, wir gehen mal noch schnell hier rein. Ich würde gerne meine Sachen reparieren lassen. Damit das auch wieder mal gemacht ist hier beim Kollegen. Sei mit dir. Jawohl. Reparatur. Everything. Kostet 611. Heiliges bisschen. Okay, wir reparieren dann auch Sachen, die wir nicht brauchen. Aber die können wir natürlich dann auch wieder teurer verkaufen. Sobald wir wieder jemanden haben, der Geld hat. Wir machen das. Alles auswählen haben wir eigentlich gemacht. Handel abschließen. Ne, wir falschen noch kurz natürlich. Das muss schon Lass sein. Uns über den Okay. 5,20. Einfach nur ein wenig mehr. Okay, ein bisschen mehr kannst du haben. Nämlich, sagen wir 5,50. Siehst du? Und schon sind die Sachen nämlich wieder heile. Sehr gut. Ja, ich weiß trotzdem nicht, wo wir hin müssen. Nahrung brauchen wir nicht. Hier nochmal schnell gucken, wie sieht's jetzt aus? Sind wir zu weit oder völlig falsch? Ach, wir müssen irgendwie nach hier hinten. Wie kommen wir denn da hin? Ja, hier vorne links runter. Das müsste dann eigentlich ungefähr passen. Und hier vorne links runter müsste dann hier sein. Nehme ich mal an. Okay. Ist er hier im Stall drin? Hallo? Hier müsste ja irgendwie noch eine Wache oder etwas sein. Ach, hier kommt man dann hier lang. Okay, dann haben wir das auch mal noch gelernt. Wie man hier dauernd irgendwas suchen muss. Wo habt ihr denn den Gefangenen? Hallöchen, Hallöchen. Hier drin vielleicht? Hören wir mal auf. Und finden gar nichts. Nicht mal eine Kiste, die wir plündern können. Sehe ich das richtig? Sehe ich, glaube ich, richtig. Okay, dann gehen wir wieder raus. Nochmal kurz hier gucken. Questlog. Müsste eigentlich ungefähr stimmen. Wo ist denn der genau? Was ich eins in dem Spiel suche, es ist unglaublich. Hier hinten wird er ja kaum sein. Hier kommen wir nicht mal lang. Da geht's auch nicht lang. Und hier ist auch nichts. Ich denke, wir müssen hier rauf. Kann das sein? Er hat doch gesagt, im Turm. Ich kann ja hier nochmal schnell gucken. Nochmal beim Questlog. Und jetzt aber nicht bei der Karte, sondern hier. Herr Ratzig hat mich mit Jeschecks Verhör betraut. Okay. Steht aber nicht wo. Verhöre Herrn Jeschek von Ronau. Ja, steht nicht wo. Es müsste aber irgendwo hier sein. Die Frage ist wo. Naja gut, wisst ihr was, liebe Freunde? Ich denke, das werden wir noch rausfinden, oder? Wir gucken mal hier noch schnell. So, wenn wir doch gerade eine Tür gefunden haben. Auf geht's. Aha, wir sind auch nicht irgendwie in Privatgemächern. Zumindest sieht es nicht so aus. Oh, Alchemie. Schnell weg. Das ist das gleiche wie Würfeln. Okay, ist auch nicht richtig. Aber wir werden rausfinden, wo wir hin müssen. Da bin ich zuversichtlich. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann, jo, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.